Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Green Hill. Unserer Lieblingsgrünen Hölle geht es weiter. Es regnet ständig, ohne Unterlass. Wir starten durch von der Oase. Die ist noch ein bisschen vergiftet. Und zwar ziehen wir durch Richtung Westen eigentlich. Oh, hier ist auch eine richtig schöne Fläche, um zu bauen. Ist auch nicht ganz verkehrt. So. Ah, da sind wir schon am Strand. Kommen wir hier runter? Ich glaube, da geht es ein bisschen milder bergab. Da oben ist ein Lager, wenn mich nicht alles täuscht. Da will ich mal gucken, was ich mit meinen zehn Pfeilen direkt da ausrichten kann. Ah, ist noch ein kleines, ne? Stinkerle! Verdammt! Wo bin ich denn hin, der Blödsack? Hat er mich jetzt ausgelacht? Jetzt singt er. Schlussmittel lustig. Oh, ich glaube, die haben mich erwischt, die Jungs. Muss ich da mal zu sagen. Hat sie Rüstung weggeballert? 56. Oh, er hat richtig eingesteckt. 29. 72 ist okay. Puh, geht noch. Aber es hat schon. Es waren nur Igel. Oh. Junge, Junge. Organisiert erstmal deine Pfeile wieder. Und ja, 10 sind ein bisschen dünn. Wenn du wirklich mal 3 hast, dann verschießt mal ein, zwei Pfeile. Na? Ich glaube, ich nehme die alle auseinander. Ist mir auch wurscht, da unten das Wasser, da können wir uns waschen. Aber ich habe auf jeden Fall dann meine Pfeile alle wieder. Der hat auch gar keinen Pfeil mehr drin gehabt. Okay. Oh, da sehe ich schon einen. Hm. So, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu schwer. Menschenfleisch. So. Hier ist noch einer weg. Weggenickt. Muss ich den auch auseinandernehmen, oder? Oh mein Gott, wo hängt denn der Pfeil?
So, drei waren das, ist richtig, ne? Oh. Jetzt bauen wir uns erstmal. Schicke neue Axt. Habe ich eigentlich ein paar Federn bekommen? 4 Stück, 2 Pfeile. Oh mein Junge. Ach so. So. Reiß jetzt mal die Bude hier ein. Steckt noch ein Pfeil von mir, sehr gut. Jetzt brauche ich tatsächlich ein paar Federn, ne? Sehr gut. Totem weg. Vertrauen abgesandt, okay. Oh, hier ist noch einer. Guck mal hier, dann sammel doch noch mal den Ara ein. Liegt der noch? Ja. Brauchen jetzt echt mal ein paar mehr Pfeile. Stein brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Knochenklinge, hier ist keine Kohle mehr da. Ich glaube, das war's, ne? Schon steht er wieder da und macht Federn. Er wünscht sich immer noch. Könnte mehr als einen Pfeil auf einmal machen. So. Oh, wie juckt. Aber was soll's, wir brauchen das Zeug. So, und hier und da. Dann war es auch schon. Mehr Federn sind nicht da. Wie viel haben wir jetzt? 12? Ja, okay. Besser als nichts. Alles klar. Weiter geht's. Guck, er hat auch noch Pfeile. Oh, er hat auch noch Pfeile. Sehr gut. Ein paar Energiepilze. Gott. Wenn jetzt gut. Da. Sehr gut, damit kommen wir noch ein Stückchen weiter. So, dann schauen wir uns die ganze Angelegenheit auch nochmal an. Wo ging es denn hier runter? Hier vorne. Ja, komm, ich steck's. Vorsicht vor Krokodilen tatsächlich. Eine neue Gefahr kommt auf uns zu. Wo sind wir denn jetzt?
53, 25. Jawohl. Ja, ich denke trotzdem, wir gehen jetzt mal nördlich. Pass bloß für den... Da liegt schon einer. Guck mal, wie der da liegt. Der bewegt sich gar nicht. Jetzt. Schlafenszeit. Schwarzer Kaiman, will ich da was von? Ich nehme das Fleisch mal mit, aber... Ist natürlich auch schon wieder ultra schwer, das Ganze. Hier ist alles sauber im Wasser, ne? Na gut, dann wollten wir auch wahrscheinlich nicht das komplette Meer hier vergiften oder was auch immer. Das ist ein riesiger See. Keine Ahnung. Wow, irgendwas ist hier mega schwer. Sinnvoller wäre, da oben lang zu latschen. Vielleicht, ne? Obwohl hier oben auch manchmal ein paar Eingeborene rumrennen. Aber so rein höhlentechnisch, ja, könnte schon sein, ne? Wir haben es tatsächlich auch nicht wirklich weit bis zum Hafen. Ich glaube, dann machen wir hier einfach am Strand mal die Runde bis zum Hafen. Nein. Will ich jetzt von hier ein Kind zurückschleppen? Alter, hier ist eine Legende. Once blue, now turned red. Nee. Also, ja, warte mal. Ja, doch, bei der Legende direkt. Das kannst du ja gut auf der Karte merken. Ich gehe jetzt kurz hoch zum Hafen. Wir schauen uns das mal eben an. Ich würde sogar sagen, wir müssen da nochmal eine kleine Station aufbauen. Willst du hier am Strand bleiben? Ja, willst du. Um von da aus dann noch ein paar weitere Expeditionen machen zu können. Der Weg ist nämlich ganz schön weit. Wir haben nicht mehr allzu viel Energie. Ich denke, wir bauen uns da kurz was auf. Wird schon dunkel? Hör auf. Ich sehe die Kaiman hier nicht. Weder die Schwarzen noch die Weißen. Jetzt sind wir nämlich gleich schon da. Das
ist, glaube ich, eine bessere Idee, sich hier erstmal noch was hinzustellen, als jetzt mit dem Bengel zurückzurennen. Das können wir dann immer noch machen, wenn wir von hier oben wieder abhauen. Muss das sein? Mal da. Der Hafen, der gab's, den gab es tatsächlich schon. Können wir den erst wegmachen? Ach was. Was ein Leben den Arm. Hüpf, hüpf, hüpf. Einmal habe ich schon mal dran gepackt, dann so ein Frosch mache ich nie wieder. Das war schmutzig, aber nicht vergiftet. Ist ja schon mal viel wert. Ist das hier? Einfach nur ein Kanister. Okay, aber hier ist in der Tat nicht viel los. Die komplette Hütte ist nicht da. Oh Gott. Jo, und hier ist auch nicht viel los. Alles klar. Damit ich hier nicht wieder Stress und Ärger habe. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber ich baue mir ein richtiges Schild auf. Alter, willst du denn hin? Bist du ein besonders cooler Dude? Aber ich sehe nichts. Hat sich ihm fast gleich angehört, unser Schrei wahrscheinlich. Aber ich war doch etwas überrascht, dass er mich plötzlich angegriffen hat, der Schweinepriester. Mein Pfeil, Stinker. Schon wieder zwei sonst wohin geschossen. Die Vermutung, na, ich werde sie jetzt mit Sicherheit nicht wiederfinden. Scheiße, ich bin auch schon müde, das wird ein Krampf. Aber ich habe die geilen Pilze dabei. Das heißt, wenn es jetzt schnell geht, haben wir eine Chance, uns noch was hinzustricken. Hier ist der erste Baum, den ich direkt mal umhacke. Das ist hier eklig dunkel. Hm. Habe ich denn das Ding schon gesetzt? Nee. Kann ich es direkt hier am Stand... Stand. Kann ich mal einen Stand direkt hier am Strand aufbauen? Muss mal ein bisschen Limo verkaufen für die Eingeborenen. Ah ne, okay. Das ist aber auch manchmal ein bisschen zickig, ne? Hier kannst du hin. Mir so direkt an... Verdammt. Direkt an Strand kannst du nicht. Na, hier geht's. Dann baust du hier hin. Zweimal.
Haben Stöcker ohne Ende. Nicht kleiner Unterstand, ich will. Oh, sehr gut. Oh, da es hier echt ständig regnet, brauchst du die Dinger halt auch. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo drunter gekonnt hätten unter diesen zerbröckelten. Steg. Wo zum Teufel sind die ganzen Bäume hin? Ich muss mal hier hoch. Ich sehe halt nichts. So, wo sind die Stämme? Alter, wo sind die Stämme? Ja. Einmal, zweimal. Vier Stück haben wir schon mal. Oh mein Gott, total viele Seile. Ist das ein Seilbaum? Nee, ist eine Palme. Da ist ein Seilbaum. Schon artet das Ganze wieder in Nachtarbeit aus. Eben schon mal gehabt. Und beim letzten Mal viel mehr an der Oase. Was nützt dir nichts? Ein paar Punkte. Braucht man schon, wo man safe ist. Und hier oben ist halt noch ein relativ großes Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Da müssen wir uns schon mal irgendwie ein bisschen eine kleine Station aufbauen, wo wir auch mal was kochen können. Ja, ein Seil. Stammesbogen abgestellt oder was? Was sagt denn meiner mittlerweile? 81. Der ist so bestimmt besser hier. 97. Ja. Nehme ich doch den so lange. So. Vielleicht ein paar Palmblätter mitnehmen. Echt viele von. Mann, oh Meter, das ist ja eklig. Bitte das fiese, gemeine Geräusch? Das waren bestimmt nicht die drei Egel, die mir auf dem Arm hocken. So, wo hast du denn jetzt hier die Palme umgehauen und warum bin ich schon wieder so langsam? Fünf und sechs.
Werd hier schon mal ein Lagerfeuer anzeichnen. Alter, ist das dein Ernst? Ey, das darf doch nicht wahr sein, oder? Liegt das an dem Stock? Oder an dem Busch? Ich hätte gerne hier ein Lagerfeuer drunter, dafür baue ich das Scheißding. Da ganz hinten. Da komme ich doch niemals an meinen Shit. Ich glaube, ich baue das erstmal fertig und guck's mir dann nochmal an. Ich lasse die Stöcker hier liegen. Alter. Nerv mich nicht. So. Das mit dem Bauen ist dann schon ein bisschen ärgerlich, wenn du ein Shelter setzen kannst. An der Stelle müsste es eigentlich auch gewährleistet sein, dass du ein Feuer darunter bauen kannst. Wir gucken mal, wenn die Bude steht. Oh. Schlafmäßig schon nicht mehr so gut zu sprechen, ne? Auf alles. Hab schon einmal hier die Schlafkrankheit. Okay, nochmal zwei lange Stöckers. Ich wundere, die haben wir hier. Fertig ist das Ding. Und? Die wichtigste Frage überhaupt. Ja, okay, es ist okay. Okay, es ist okay. God, I'm thirsty. Kann ich mir denken. Sieht's aus, mit was zu trinken. Oh. Nicht so gut. Okay, wir zünden noch schnell das Feuer an. Nämlich gern ein bisschen was von dem Kaimanfleisch durchgebrutzelt. Bevor es gleich schlicht und ergreifend hinüber ist. Und ich zimmer mir hier nochmal Insomnie. Ja, ist richtig. Das geht wieder nicht. Dann muss ich hier wieder so ein riesen aufwendiges Holzbrett Bett hier drunter machen. Machen wir vier Stöckers. Ja, ja, schnell nur nochmal vier Holzscheite geholt. Und hier noch ein bisschen was von dem anderen Kram. Das dürfte ja hier noch in Massen rumliegen.
So, nochmal drei. Junge, das ist aber auch immer ein Aufwand. Dieses große Shelter für ein Feuer. Scheiß Regen. Sag ich nur, scheiß Regen. So, hier hast du sogar schon deinen vierten Scheit. Oh, sechs lange Stöckers. Alter, du bist ja ohne Gnade. Einer liegt hier rum. Müssen wir hier gerade noch einen Baum umballern. Aber nehmen wir den gleich. Okay, den will er nicht hier. Ja, ja, ich gehe mal los. Bin ich noch ein langer Stock? Da habe ich erstmal nur die hier. Gnadenlos überladen, aber bin jetzt ein paar Stöcker dabei. Junge, Junge, was für ein Drama. Schmeiß hier hin. Ja, gib mir mal bitte den Stock. Alter. Danke. Das Feuerbrett ist der Tod. Ich werde es gleich ins Feuer werfen. Und zwar genüsslich. So, warte ab. Da ist es. Okay, warte mal, ich schmeiße es erstmal davor. Noch brauchen wir nichts. So, acht Palmblätter und wir haben ein Bett. Aber es wird auch schon wieder hell. Es dauert halt sowas von ewig. Palme? Ja. Oh, verdammt, ich habe keine Schalen dabei. Hey, wo bitte habe ich jetzt die Palme hier gekillt? Hier müssen noch irgendwo zwei Blätter liegen. Okay, wir werden gleich in den Dreck fallen. Beziehungsweise. Ich trinke einfach mal Dreckwasser. So, jetzt holen wir uns wenigstens... Ich
hoffe hier ein bisschen von der Insomnia zurück. Das geht gar nicht wieder weg. Okay. Oh, Leute, ey. Ist das nicht fantastisch? Oh Gott, was für ein Kampf. Was ist das denn hier? Oh nein, ich habe das Fleisch verbrannt. Ich Idiot. Das war aber auch so viel. Da musst du halt verbranntes Fleisch fressen. Bist ja selber schuld. Scheiße. Mann, das hätte ich nochmal schnell vor eurem Feuer holen können. Ist egal, wir haben es geschafft. Was sagen die Werte? Wir brauchen jetzt erstmal dringend irgendwie was zu essen. Oh, Bananen. Schönes Bananafrühstück. Hier sind doch schon welche. Perfekt. Vielleicht jetzt noch eine Kokosnussschale? Dann wäre ich fürs Erste erstmal sehr glücklich. So. Warte mal, zerstöre den auch gleich. Sehr gut. Ja, 22 Proteine hat es noch. Schmeckt ein bisschen ranzig. Und geht auf die geistige Gesundheit. Aber das reicht, glaube ich, erstmal jetzt. Dass wir die Angelegenheit abspeichern können. Achso, und Wasser. Ja, Schale, ne? Wir brauchen eine Kokosnuss. Sonst haben wir ein Problem. Hier die Pullen rumliegen. Das muss ja doch schon mal irgendwer hier gewesen sein. Ist da eine Kokosnuss dran? Nee. Halt doch den Rand. Floki sucht Baum mit Kokosnuss. Geht das? Also eher auch eine Palme wahrscheinlich. Komm, bevor jetzt hier alles schief geht, speichere ich mal eben schnell ab. Erst pulle ich mir mal wieder die Egel raus. So, dann haben wir die goldene Mitte, weil so geil ist es nicht. Ohne ein Gefäß für Wasser. Ich weiß auch, drüben auf der Seite gibt es auch, glaube ich, Schildkröten, ne? Und da oben ist eigentlich auch noch ein Lager, aber ich wollte mir vorher noch ein paar... Es sind 30 Palmen, hier muss ja irgendwo eine Kokosnuss sein, das gibt's doch gar nicht. Wenn jetzt der Eingeborene nochmal kommt, dann knall ich ihn weg. Mir auf den Sack. Ah, hier, was ist denn hier los? Wo ist er denn? Was macht er hier? Erling gemacht. Nice. Und einer war noch.
Da bist du, mein Freund. Ich hab dich gesehen. Ist vorbeigeworfen. Stümper. Ich auch. Oh nein. Stirb doch mal, ich hab dich doch schon ein paar Mal getroffen. Der eine hat ja einen geilen Abgang gemacht, oder? Stammesbogen kannst du, glaube ich, behalten. Habe ich gerade im Frischen gemacht. So. Das ist alles nur, weil ich hier eine Kokosnuss brauche. Mir keine eine gibt. Wieder so einiges gelassen an Pfeilen hier. Verdammt. Bin ich immer ein bisschen zu unvorsichtig. Aber naja, gut. Oh, hier, mal wieder. Ja, gut, klar. Ich erschieße auch immer hier die guten alten Trophäen von den Jungs. Ist hier noch ein Pfeil? Ja, hier ist noch ein Pfeil. Ja. Das reiße ich direkt nochmal ein. Nicht, dass hier nochmal wer einzieht. Aber die Kleinen sind auch nicht markiert auf der Karte, oder? Das sind nur wirklich die großen Lager. Ihn noch? Dann haben wir's. Leute, ich sehe, wir müssen dringend Schluss machen. Schon wieder maßlos überzogen. Nee, das ist ein Pilz, aber keine Kokosnuss. Ich werde schon noch eine finden. God, I'm thirsty. Ja, ja. Aber wie soll ich dir denn Wasser abkochen? Ohne? Eine Schale, verdammt. Ich habe auch ein bisschen gepennt, jetzt echt. Diesmal keine mitgenommen. Leute, ich gehe nochmal zurück, speichere schön ab. Und gucke mal, wie wir dann hier irgendwie gegen unser Durstproblem ankommen. Zur Not muss ich wieder dreckiges Wasser saufen. Habe ich noch Pilze, die gut für mich wären? Ein. Und wir verbringen dann sind wir wieder im richtigen Rhythmus, den nächsten Tag auch mal wieder im Hellen hier. Das ist ja ätzend sonst. Ja, ich kusche mich an mein schwarzes Kalmarfleisch, an das Verbrannte. Und warte auf den nächsten Morgen hier und hoffe auf eine Kokosnuss. Ich habe so Durst. Und es regnet. Tja. Ohne Arme keine Kekse. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal bei Green Hell. Macht's gut. Tschüss. So eine Scheiße. Gib mir eine Kokosnuss.